Heute öffnen wir das Türchen Nummer 7. Dieses Türchen beinhaltet Fotos, die alle analog entstanden sind, an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Jahren. Und es sind Fotos, auf denen so gut wie keine Menschen zu sehen sind. Ja, auch solche Fotos habe ich gemacht. Ich denke, sie sind auch was ganz Spezielles, diese Art von Fotos. Weil zum Beispiel diese kaputte Glasscheibe mit dem unscharfen Lichterspiel im Hintergrund oder die Wäscheleinen, die einmal in Chemnitz und einmal in Zagreb von mir aufgenommen wurden, sind als Motive mit etwas in mir in Resonanz gegangen sind. Es war sicherlich einmal die Grafik und bei dem anderen Bild war es die Kälte, die ich zeigen wollte, oder die Beine einer Frau, die zu erkennen sind, da sie hinter einer Maschine sitzt. Diese Fotos, wie gesagt, diese Motive habe ich gesehen und sie sind in Resonanz gegangen mit etwas, was ich in diesem Moment empfunden habe, als ich in dieser Situation war. Die Türe zum Beispiel, diese weiße Türe, ist innerhalb des Kremls in Moskau entstanden. Die Eisentüre mit der Kette davor in Rheinhausen. Was diese Motive gemeinsam haben, ist, dass sie die Möglichkeit bieten, eine eigene Interpretation vorzunehmen. Jedes dieser Fotos erzählt nicht konkret eine Geschichte, also sagt nicht, wo es aufgenommen worden ist oder gibt keine Information über den Ort, sondern lässt dem Betrachter die Möglichkeit, es auf sich wirken zu lassen und die eigene Geschichte damit oder eine eigene Geschichte damit zu entwickeln. Zum Beispiel das Schild, auf dem Gefahr steht, oder das Bett, wo im Hintergrund das Kreuz hängt und so weiter. Diese Fotos bieten die Möglichkeit, bieten dem Betrachter dieser Fotos die Möglichkeit, dass es mit den Gefühlen des Betrachters in Resonanz geht und eine eigene Geschichte erzählt. Die Fotos sind auch auf eine gewisse Art und Weise dekorativ. Man kann sie sich hinhängen und die betrachten und gucken, was sie einem erzählen, denke ich.